sieht nach einem durchgeknallten Typ aus. Und ja, ich weiss auch nicht. Ein bisschen viel Fantasie hat. Es ist einfach so, dass sich Menschen irgendwie andere Welten versuchen zu kreieren. Und es scheint, das als etwas Vollkommenes anzunehmen. Das ist ja auch noch witzig, dass die einer gewissen Ikonografie folgen. Die sind ja häufig so Teller rund und nennt man sie fliegende Untertasse. Das war jetzt ja ein Klassiker gewesen, quasi. Mischung zwischen einer mittelalterlichen Rüstung und einem Science-Fiction-Fahrzeug. Ich weiss nicht, ich finde seinen Namen super. Billy Meyer. Und Billy Meyer ist auf UFO-Forschung. Finde ich eine gute Nummer. So. Die Außerirdischen, die es gibt, die von fremden Welten kommen, wieso sollen die plötzlich hierher kommen? Das macht absolut Sinn, dass es tatsächlich Außerirdische gibt, die das Geschehen auf der Welt, auf dieser Erde beobachten. Und nicht erst seit heute, sondern das schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden macht. Außerirdische sind in ihrer Entwicklung viel weiter. Also vom Äußeren her sind sie so wie wir Menschen. Ganz normale Menschen. Das Einzige, sie haben längere Ohrläppchen. Was mir also als Erlebnis passiert ist. Über dem Schweizer Mittelland war Sternenhimmel. 21 Lichter sind tief am Horizont, ziemlich hell sind sie und haben geleuchtet. Dann habe ich festgestellt, das kommt immer näher. Und ist da auch kurz stehen geblieben und ich konnte das beobachten. Und bis dahin habe ich angenommen, es ist wahrscheinlich ein Flugzeug. Plötzlich ist der Punkt, hat einen Schwenker gemacht und ist einfach in den Himmel gestiegen und bei den Sternen oben verschwunden. Da hat sich dann herausgestellt, dass auch eine ganze Armada war von Außerirdischen. Und da habe ich gedacht, ja, das macht kaum ein Flugzeug nach, egal was für eins. Da habe ich sofort gemerkt, da ist jetzt etwas dahinter. Kontakt habe ich noch nie gehabt und ich werde auch nie Kontakt haben, das ist mir bewusst. Das ist kein Kontakt noch gesehen, das ist nur der Billy Meyer. Ist der Einzige, der mit denen Kontakt hat, sonst hat niemand. Mein Vater ist der Billy Eduard Albert Meyer, weitum auch bekannt als der UFO Meyer oder UFO Billy. Und er hat den Verein FIGU gegründet, damals in den 1970er Jahren. Wir befassen uns mit der Verbreitung der Geisteslehre, ist der Hauptzweck. Also wir gehen davon aus, dass wir nicht einfach nur einmal leben. Er als Mensch, seine Persönlichkeitsform, hat schon x Leben hinter sich. Um Henoch, über den Elia, Jeremia, Immanuel, Mohammed bis mit heute, wo das der Billy Meyer ist. Ja, gesehen hat es mit dem fünften Lebensjahr, mit seinem Vater. Dann haben sie eine grosse Silberscheibe gesehen, es flitzen und über sie hinwegfliegen. Das war eigentlich dann der Anfang. Da hat er dann sich auch bemüht, Kontakt aufzunehmen. Und wo das geklappt hat, ist dann nachher losgegangen mit dem Kontakt. Und irgendwo meldet sich jemand an, der aus dem Universum, ich sage jetzt aus dem Universum, so stelle ich mir das zumindest vor, anzufliegen kommt und dann einfach telepathisch den Gedanken schickt. Das ist wie ein Telefon machen. Der Billy ist in das Schiff eingeladen worden oder eingekieft worden durch einen Gravitationsschacht per Beamen, wie wir würden sagen, oder? Und dann haben sie persönlich Kontakt gehabt. Die reden jetzt Zürichdeutsch miteinander, oder? Die Plejaden selber werden sich von dieser Erde zurückziehen, wenn auch das Leben von Billy hier
zu Ende ist. Das hängt zusammen eigentlich mit seiner Mission, die er zu erfüllen hat. 1975 ist er in die Öffentlichkeit gegangen. Das erste Ziel war, eine Uferkontroverse auszulösen. Das ist ihm ja auch gelungen. Trotz diesen 23 Mordanschlägen, geschossen auf ihn, Wurfmesser geworfen und all das Zeug. Und trotzdem hat er weitergemacht. Billy hat ja etwa 1800 persönliche Kontakte schon in seinem Leben. Also jetzt gibt es 7000 Seiten Anfang von den Kontaktgesprächen. Der Grossteil der Bücher, die Billy geschrieben hat, sind ja lebenspraktische Sachen. Wie geht man um mit einem anderen Menschen? Und das kann man nachvollziehen in sich selber. Es gibt ein breit gestreutes, esoterisches Feld von Menschen, die sich selbst ernennen in der Regel. Das Gefühl haben, sie haben Kontakt und so weiter. Aber mit Esoterik haben wir eigentlich nichts am Hut. Er tut sich einfach nach den Direktiven von der Plejaden richten. Und sie sagen ganz klar, nebst ihm gibt es keine andere Kontaktperson und an das hält er sich strikt. I heard something seen like a flash out of the sky. Was it night? No, it was like a silvery flash. And a piece of a second later, that flash came very near, mm-hmm. very close to my father and me. Mm-hmm. We were staying behind the house. How old was it? 5 years old. Uh-huh. And I got into my head something like a voice. It was like a knowing and at the same time like a voice. Mm-hmm. And then I have seen it isn't a flash, it was a very, very big disc. Then it came down, sat on the ground, and then came out a very, very old man. Mm-hmm. And took me up about 70 kilometers over the earth for several hours. And he told me that he is coming from very far in the universe, from other sun systems, from other stars, mm-hmm. to teach the people here on earth mm-hmm. for a good natural life, humanity, friendship, love and everything. Mm. Yeah, and then that contact with that old man was going on for 11 years. Also ich heiße Christian Frehner und habe heute mit grosser Verspätung hier die Löhrpflume bekommen. Ich muss jetzt hier schnell pflanzen. Normalerweise macht man das nicht im Schnee. Aktuell bin ich Privatier. Ich tue das nachholen, wo hat man warten auf der Seite, weil ich keine Zeit hatte. 33 Jahre war ich Heimleiter in einer Institution für Menschen mit Behinderung. Ich bin Atlantis Meier. Ich bin selbstständiger Monteur, spezialisiert auf Vitrinen, mache einen Messebau und Baumontage. Mein Name ist Andreas Schubiger. Mein Beruf ist Zimmermann, gelernter Zimmermann. Ich habe allerdings vorher noch Maturität gemacht, habe mal noch studiert. Gerade von Seite der Eltern oder auch von Arbeitskollegen, wo ich weiss, dass sie das
akzeptieren unterdessen, aber nach wie vor als komische Sachen anschauen. Und es gibt sicher noch Leute, die sagen das nicht direkt, aber hinter vorgehaltener Hand, dass wir zum Teil, dass wir Spinner sind. So. Die, die jetzt das wissen, sagen wir von meiner Geschwister, die und so, die, für die ist das auch nicht jetzt real. Und wenn man so unterwegs ist, jetzt, dann kommen auch die Sprüche. Wenn sie das nächste Mal kommen und ob da ein Fahrplan besteht oder alles so. Ich lasse reden. Weil ich weiss, was die Wirklichkeit ist, ich weiss, was die Realität ist. Und was soll ich mich da aufregen? Nein, ich selber, ich hatte kein Problem gehabt. Das sind immer die anderen, die Probleme hatten, die nicht damit umgehen konnten. Weil durch das, dass ich aufgewachsen bin mit dem Hintergrund, ist es für mich immer normal gewesen. Es ist natürlich so, dass uns gerne eine Billiggläubigkeit unterstellt wird. Glauben tue ich schon gerade gar nicht. Ganz klar. Glauben heisst nicht hinterfragen. Glauben heisst, etwas annehmen, das jemand anderes als These aufgestellt hat. Und das tust du nicht hinterfragen. Das ist Glauben. Das ist genau die Gefahr der heutigen Journalisten und Medienwelt. Abbrechen, stringent machen, wie es zum Teil an Schulen heisst, rauskristallisieren und dich nur auf das behaften und aufgrund von selben nicht nur beurteilen, sondern eine Verurteilung vornehmen. Du bist gläubig, du bist nicht gläubig, du bist schwarz und weiss. Da findet es statt. Du kannst mir sagen, du weisst es nicht. Du kannst mir sagen, du nimmst an, dass du das weisst. Lass ich gelten, kann ich leben damit. Weil wirklich wissen, aus eigenem Erleben, aus eigenem Erfahren, das kann ich nicht. Das kann kein Mensch.